Können sich Ramona Popp und Andreas Audretsch bereithalten? Der gesetzte Redebeitrag ist von Wiebke Werner vom Berliner Mieterverein und auch von dieser Stelle nochmal herzlich willkommen auf unserer LDK. Ja, vielen Dank für die Einladung, Ihren Leitantrag aus Sicht des Berliner Mietervereins einmal kurz kommentieren zu dürfen. Vorweggenommen, ich finde das toll, dass dieses Thema Wohnen, bezahlbarer Wohnraum eine solche Bedeutung hier durch den Leitantrag erfährt. Und das ist auch nicht ohne Grund so. Denn obwohl der Berliner Senat unterdessen ja den wohnungspolitischen Instrumentenkoffer nahezu ausgeschöpft hat, lässt sich einfach nicht verleugnen. Und das haben wir durch die Vorredner hier auch schon mehrmals gehört. Wir haben nach wie vor ein Riesenproblem auf dem Berliner Wohnungsmarkt und das können wir auch vom Berliner Mieterverein so bestätigen. Das ist nicht nur die steigenden Mieten, die das zeigen. Die Angebotsmieten steigen, die Bestandsmieten steigen, der Mietspiegel, der nächsten Monat in Kraft treten wird, wird auch wiederum erhöhte Bestandsmieten zeigen. Und der Berliner Mieterverein hat anlässlich der Diskussion um die Mietpreisbremse mit dem Forschungsinstitut Regio Kontext sich einmal genauer die im Internet angebotenen Mieten für neue Wohnungen angeschaut und sie auf den Berliner Mietspiegel 2013 gelegt. Und Sie werden sich nicht wundern, welche Ergebnisse dabei herauskamen. Rund 85% der angebotenen Mieten im Internet liegen über den ortsüblichen Vergleichsmieten und sogar über 70% der angebotenen Mieten im Internet würden die 10%ige Kappung, die die Mietpreisbremse vorsieht, noch überschreiten. Also man sieht, es ist ein Druck auf dem Wohnungsmarkt nach wie vor gegeben. Das zeigt sich auch an der sinkenden Umzugsbereitschaft der Berliner Mieter, die mittlerweile auf rund 6% gesunken ist. Vor einigen Jahren waren noch 10% der Leute, die umgezogen sind. Und wie mein Vorredner auch schon gerade hingewiesen hat, zeigt sich das nicht zuletzt auch in dem sinkenden Wohnflächenverbrauch. Der kürzlich vorgestellte IBB-Wohnungsmarktbericht hat herausgefunden, dass innerhalb eines Jahres der Wohnflächenverbrauch um rund 0,76 Quadratmeter pro Kopf schon gesunken ist. Und im Übrigen auch der Berliner Mieterverein kann das trotz steigender Mitgliedszahlen in unserem Verein nimmt witziger oder komischerweise oder vielleicht ist es gar nicht so komisch, nimmt die Anzahl der Beratungen etwas ab, was wir auch als Zeichen werten. Die Leute, die Mieter haben Angst, die Konfrontation mit dem Vermieter zu suchen, sondern man versucht in der Wohnung zu bleiben, die Füße stillzuhalten und lieber auf größere Wohnungen das zu verschieben. Interessant auch in den Gebieten, in denen zuvor immer ein niedriges Mietniveau herrschte, Neukölln, Wedding, Marzahn, Hellersdorf. Da wurden übrigens unterdessen die höchsten Mietsteigerungen festgestellt. Lassen Sie mich das ist nur noch mal, um zu betonen, wie wichtig dieses wohnungspolitische Thema ist und auch viele Forderungen in Ihrem Leitantrag teilen wir ja mit dem Berliner Mieterverein, fordern wir ja auch seit Jahren, unterstützen wir also aus tiefstem Herzen. Zum Schluss nur zwei Anmerkungen, die auch für uns ein Problem sind in der Diskussion. Auch wir werden damit konfrontiert. Das ist zum einen die energetische Gebäudesanierung beziehungsweise die Modernisierungsumlage, die zu eklatanten Mietsteigerungen führt und daher vereinzelt auf diesem angespannten Wohnungsmarkt als Verdrängungsinstrument von Vermietern missbraucht wird. Diese Regelung muss abgeschafft werden. Das muss ein wichtiger Punkt in der zukünftigen Diskussion um wohnungspolitische Maßnahmen sein. Denn diese Regelung ist zum einen systemfremd. Kein anderes Rechtsinstitut im bürgerlichen Gesetzbuch ermöglicht die einseitige Änderung wesentlicher Vertragsbestandteile durch eine Vertragspartei, wie es der § 559 BGB tut. Und es kommt bislang auch überhaupt nicht auf die Effizienz der Maßnahme an. Es reicht, eine gewisse Energieeinsparung vorzuzeigen, aber nicht im Detail. Und der Vermieter muss nur seinen Aufwand nachweisen, ohne dass die Effizienz seiner Investition eine Rolle spielt. Von daher auch hier, das wurde ja in dem Leitantrag auch dankenswerterweise wird das auch angesprochen und ich denke, das ist ein wichtiger Faktor. Und hier ist ja der Vorschlag des Mietervereins auch die Integration in das ortsübliche Vergleichsmietensystem, indem man dann die eingesparte Energie in Form eines energetischen Zuschlags in der ortsüblichen Vergleichsmiete berücksichtigt. Also hier ein wichtiger Punkt. Und noch ein zweiter Punkt, der Wohnungsneubau. Ja, hier sind ja immer so die Zielkonflikte auf der einen
Seite brauchen wir Freiflächen, Grünflächen. Auf der anderen Seite kann man sich nicht davor verwehren, dass es ohne Neubau nicht gehen wird. Auch löblich natürlich, und das ist, klingt so schön, 40% sollen also im Neubau bezahlbar entstehen. Hier haben wir nur ein kleines Problem, was ich mal kritisch anmerken müsste. Laut Stadtentwicklungsplan Wohnen wurden in Berlin rund Potenzialflächen für rund 215.000 Wohnungen ausgewiesen. Das Problem ist nur, in den Gebieten, in denen der Druck am größten ist und da, wo wir dringend eigentlich eine Entlastung bräuchten, diese Flächen sind nicht in der Hand des Landes Berlin, sondern sind im Eigentum der Privateigentümer. Da stellt sich die Frage, wie kommt man denn an diese Privateigentümer, wie bekommt man die dazu, bezahlbaren Wohnraum zu errichten? Der Vorschlag sind ja die städtebaulichen Verträge. Auch das haben wir vom Berliner Mieterverein durchaus bedacht. Das Problem ist nur, der Großteil der Bauvorhaben findet gar nicht aufgrund eines Bebauungsplans statt, sondern die werden nach § 34 Baugesetzbuch durchgewunken, wo gar kein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen wird. Und auch wenn man argumentiert, wir wollen die städtischen Wohnungs... Oh, jetzt kriege ich meine erste rote Karte in meinem Leben. Ich komme zum Schluss. Und auch wenn man argumentiert, die städtischen Wohnungsunternehmen sollte man, die privaten Investoren, wenn ich denen Fördermittel anbiete, die haben momentan überhaupt gar keine Anreize, aufgrund des niedrigen Zinsniveaus Fördermittel in Anspruch zu nehmen, um sich vielleicht auf diesem Weg zu bezahlbaren Wohnraum verpflichten zu lassen. Also wir haben als Mieterverein da leider auch noch keine Lösung. Ich bitte das aber im Hinterkopf zu behalten. Es trotzdem natürlich in dem Leitantrag muss es angesprochen werden. Und ansonsten nur vielen Dank, dass Sie diese Initiative hier voranschreiten und auch für alle anderen Initiativen, die ein soziales Wohnen in Berlin fördern. Von daher möchte ich auch nur kurz erwähnen, dass der Berliner Mieterverein selbstverständlich auch das Volksbegehren unterstützt. Und in dem Sinne vielen Dank und ein frohes Schaffen weiterhin. Vielen Dank.